Hallo zurück. Ich habe ja gesagt, ich hole euch genau hier wieder ab. Das habe ich auch gemacht. Ich wäre ja auch bescheuert, wenn ich hier alleine weiterspielen würde. Ich mache mir ja sonst vor Angst noch in die Hose. So, kann ich da eigentlich auch einen Feuerpfeil draufballern? Ja, geht auch. Voll gut. Und das ist wieder so ein Schrotflintending, oder was? Da kann ich da gar nicht lang. Nee, ich kann da gar nicht lang. Halt! Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Tja, das klingt ja noch nach einem letzten Rest von Menschenverstand. Vielleicht muckse ich dich einfach als nächstes ab, dann hast du es hinter dir. Essen den, ne? Ist ja eklig. Ach so, soll ich dem vielleicht helfen? Okay, das könnte ich aber tun. Also, das heißt, ich glaube, der ist schon hin, oder? Die essen den schon. Können die hier hin? Hier können sie auch hin. Toll, komme ich ja früh drauf. Habe ich noch irgendeine andere Waffe? Nee. Das war ja das, was wir gerade vorgelesen bekommen haben, ne? Also, dass die hier so runtergeworfen werden, die neuen. Habe ich überhaupt keine Waffen? Ach, ich habe gar keine Waffen mehr. Die haben mir meine Waffen weggenommen. Das merke ich jetzt erst. Meine Waffen. Das ist ja doof. Das ist ja total doof. Ich habe meine Waffen verloren. Naja, egal. Also die werden hier runtergeworfen, um quasi gebrochen zu werden. Und wenn sie dann mehr mehr Tier als Mensch sind, dann werden sie wieder mit offenen Armen, also die es überlebt haben, aufgenommen. Und das, was sie hier gerade runtergeworfen haben, war wahrscheinlich Frischfleisch. Wer ist denn das? Er ist nicht rot. Hallo? Hallo? Was hat da geblinkt? Das war wieder nur eine Ratte. Ja, der hat nicht lange überlebt. Ich glaube, der hat auch gar keine Arme mehr. Ich glaube, die haben den gegessen, oder? Ja, okay. Das ist wieder Gas. Das könnte ich anzünden. Und da war doch noch irgendwas. Da. Was ist das? Ach, das ist auch wieder Gas. Okay. Ja, noch mehr Gas. Bläh.
Toll, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ungünstig. Aber ich habe doch hier irgendwie Pfeile. Ich habe doch irgendeinen erschossen. Wo liegt denn der? Weil dann müsste ich doch meinen Pfeil jetzt wiederholen können. Oder? Da. Keine Pfeile. Aber ich habe doch jetzt die Fähigkeit, wieder Pfeile einzusammeln. Das ist unheimlich. Also ohne Feuerpfeile ist es blöd. Ach so, warte, ich kann ja eine Fackel anzünden. Vielleicht geht das ja auch. Warte mal, wo ist denn meine Leiche? Da. Das Orientierungspunkt. Nee, ich bin von da gekommen, genau. Okay, ich werde mal versuchen, mit meiner Fackel hier ranzugehen. Ganz tolle Idee. Scheiße. Okay, kann ich meine Fackel auch werfen? Was mache ich denn so ohne Pfeile? Null. Einfach durchlaufen. Luft anhalten. Oh, da waren Pfeile übrigens. Die sind mir alle zu gruselig. Also jetzt, ich werde mal hier das hier aufsprengen. In gebührendem Abstand natürlich. Mal wegkommen von diesen Zombies. Wieso haben die nicht so... Wieder keine Pfeile. Komm schon. Tja, kann ich den auch irgendwie anders abmurksen? Ja, ich wünschte, jetzt hätte ich noch einen Feuerpfeil, aber ich habe keinen mehr. Keine Chance. Was mache ich denn ohne Waffen? Ich hatte ja wirklich nicht viele Pfeile, wa? Was habe ich denn hier noch? 4 oder was? Okay, dann muss ich die hier irgendwie zum Gas locken.
sind Pfeile. Mein Wunder, dass nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder öffnen. Wenn es lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht so lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay. Ich hasse es hier. Also, ich sehe mir das mal. Kann ich die auch abmurksen? Also leise abmurksen? So wie ganz am Anfang, wisst ihr noch? Da konnte ich mich doch auch so ein bisschen anschleichen und dann abmurksen. Ständig, wir brauchen einen neuen Generator. Ich mach schon. Sind das nur zwei? Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest, aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast seine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Wer ist denn Alicia? Aha, das ist ja spannend. Okay, aber erstmal überleben. Okay, das kann ich in die Luft jagen, falls die mir jetzt hier irgendwie dumm kommen. Ah, klettern. Okay. Doch nicht klettern? Nein. Okay. Da hoch. Ah, ich werde selber seekrank. Okay, noch mehr Gas. Okay. Ich mach das einfach mal, was hier ist. Komm mal weg jetzt hier, komm. Erstmal Zeug einsammeln. So, und dann speichern. Ja, nehmen wir uns jetzt keine Zeit für. Nur sicher gehen, dass ich auch wieder hier aufwache. Gleich. Ready? Ah. Sehr gut. Komm schnell. Wo bin ich? Mist, Orientierung. Mist. Komm schon. Oh, die kommen bestimmt gleich wieder. Oh Mann, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey, Matthias schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Habt ihr es gehört? Warte, ich sehe mal nach.
Sind es nur zwei? Wieso sind die denn immer einfach irgendwo da? Das ist so ätzend. Wie kommen die denn hier rauf? Naja, okay, da vielleicht. Verstehe. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Oh, es ist gemein, ey. Oh, hey. Ich hätte mal doch noch mehr Gas aufmachen sollen. Was jetzt? Wieso kann ich hier nicht weiter? Oh, es ist gemein. Oh. Okay, wieder ein Rätsel zu lösen. Klettern. Okay. Soll ich das anzünden? Dann sehen die mich. Gott, die sind wirklich alle vollkommen durchgeknallt, oder? Oh Gott, wir kommen hier nie wieder raus. Wie soll ich denn da rauskommen? Am besten darf mich gar keiner sehen. Wo bin ich denn hier? Ah ja. Ich wünschte, ich könnte irgendwie mal was sehen, so richtig. Wir sind eure Kinder. Wir erwarten den Tag. Bringt uns die Dämmerung, den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüdern. Erhebt!
eure Stimmen! Ah, da unten ist Gas. Die sind irgendwie alle so ein bisschen gasresistent, ne? Wieso ist der eine da hinten nicht rot, sondern leuchtet nur? Ist da ein Unterschied? Ja, wir nehmen uns immer Zeit für Artefakte, Lara. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Tja, das ist doch schön. Dafür haben wir immer Zeit. Wieso kann der mich treten und ich ihn irgendwie nicht? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Okay, was soll mir das sagen? Auch nicht. Und jetzt? Hat es irgendjemand gerafft? Huh? Wurde ich gerade gegrillt? Was geht denn hier ab? Ich nehme mal an, ich soll hier weg, oder? Ja, verstehe. Ich würde sagen, ich habe die großflächig in die Luft gejagt. Ah, okay, ich muss wieder rutschen. Oder so? Laufen, 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 laufen. Klettern. Okay, oh mein Gott, ey. Es hört auch nicht auf. Wenn ich hier rauskomme, ramme ich dir deine Pfeile in den Arm. Ganz schön witzköpfig. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren?
Wer ist denn... Wer ist denn Omi? Sie ist sorry. Okay, ich muss irgendwie dahin, wa? Nach so langer Zeit. Alles wird sich jetzt ändern, Bruder. Wart's ab. Sind es nur die beiden? Nee, da sind auch noch welche. Es sind ganz viele. Wieso? Okay, die Roten. Wenn die rot sind, dann sind sie wahrscheinlich rot, weil sie irgendwie besonders gefährdet sind oder so. Oder was? Oder wie? Ich verstehe es echt nicht so genau. Oder weil ich sie dann unbemerkt abmurksen kann. Ah, vielleicht kann ich die unbemerkt abmurksen. Das könnte sein, ne? Okay, auf zu Omi. Aber der müsste doch jetzt auch dann rot sein, weil schließlich kann ich ihn auch einfach abmurksen. Okay, die Theorie stimmt. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Ach, es wäre schön. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Mal eine Zeit lang nicht allein zu kämpfen. Es ist sinnlos, Reyes. Bereit? Jetzt! Verdammt nochmal. Lara, hier läuft eine Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden? War nicht ganz so erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam, okay, wenn ich das in die Luft jage. Der Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Schatz. Er heißt Matthias. Arme Sam. Ja! Ja! So, und jetzt? Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Was? Du musst einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du hast das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das da? Ich sehe das Drehding nicht. Was ist das Gegengewicht? Oder wo ist das Drehding dazu? Also Crew, Gegengewicht. Noch irgendwas Leuchtendes. Warte mal, das letzte Mal, dass da so ein Teil geleuchtet hat, konnte ich doch irgendwie so einen Seilpfeil schießen. Kann ich das jetzt auch? Nee. Nee. Wo ist oben?